Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Schoki Banoki Daily. Wir begrüßen euch hier auf unserem Kanal und zwar der, hörst du mal auf, der Sascha und ich, der Christian. Wer weiß, was sie damit vorhaben? Interessant. Wer weiß, was sie damit vorhaben, sage ich nur, wer weiß, was sie damit vorhaben. Hm. Wer weiß. Wer weiß. Da hat er Hilfe gebraucht. Apropos Hilfe. Apropos was Hilfe. Eine Überlastung. Also sowas. So. So, der Christian und der Sascha, die sind wieder hier. Gute. Und erzählen euch heute was über den heutigen Tag, den 7. Oktober. November. November. Sag ich doch. Ja. Manchmal ist man wie blöd. Ne? Ja. Ja. Apropos Hilfe. Ja. Karate Kid hat ja auch Hilfe gebraucht. Von Mr. Miyagi. Ja. Heute, am 9. November 1984, kam Karate Kid in die deutschen Kinos. Ja, Mr. Miyagi, wo er gesagt hat, wo er am Anfang gesagt hat, auftragen, ja, polieren. Auftragen, polieren. Polieren. Auftragen, polieren. Ja. Und, ja, ist ja nicht so jetzt wahnsinnig ernst. Er ist ja nicht gestorben. Na komm, ich kann jetzt hier keinen Klamauk draus machen. Oh, John F. Kennedy hat gewonnen gegen Nixon. Ja, aber es, wie kommt denn das rüber? So. Ja, bescheuert. Ja. Weißt du noch, wie der Karate-Schüler hieß? Daniel LaRusso. LaRusso. Daniel LaRusso. Das ist krass, wie viel Wissen man im Kopf hat. Ja. Und wenn ich irgendwie selbst drüber nachdenke, na, weiß ich nicht. Aber wenn du mich so fragst, patsch irgendeinen. Daniel LaRusso. Daniel LaRusso, genau. Schlau, ne? Es kommt ja nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Länge, heißt es, glaube ich. Naja, am 9. November Karate Kid reingekommen in die Kinos. Ich war, glaube ich, dreimal oder viermal drin. Ich weiß noch, im Kino alles voll und es war so voll, dass ich sogar vor den Sitzen auf dem Boden gesessen habe. Heutzutage gar nicht mehr möglich, weil wahrscheinlich wegen feuertechnischen irgendwie ganzen Kram machen sie es nicht mehr. Aber die haben so viele Leute reingelassen. Wir haben auf den Treppen haben die gesessen und vor der ersten Reihe auf dem Boden habe ich gesessen und habe so Karate Kid geguckt. Ja. Das so steil gut. War das. So steil. Ja, dann bis zur Leinwand haben die so gestanden, gesessen, so. Und haben die Leinwand so hoch geguckt und haben dann Karate Kid geguckt, ne? Hammer. Daniel LaRusso. So. Und dann, patsch, hat er den eine gegeben. November, der 11. November, hup, dann da im Rheinland, ne? Hup, dann da. Ach so, ja, ja, Karneval. Ja. Bist 11. Nicht so, 11. Bist nicht so der Karnevalmensch, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ja, ist ja gut, schlande dich nicht so ein. Ja, hoch und runter. Und der Kran. Und hoch und runter.